Wie fühlt sich das eigentlich an, würde ich jetzt gerne einen der Mavros-Bürger fragen. Wie fühlt sich das an, wenn einem die Lebensessenz ausgesaugt wird? Wir fliegen im Orbit hier über diesem Sternsystem oder zumindest in der Umlaufbahn insgesamt. Wir halten uns da irgendwo auf und saugen von unseren beiden Leecher-Schiffen aus die Lebensessenz aus den Körpern, aus den Gehirnen, aus den Seelen der Kreaturen heraus, die dort leben. Mavros heißt das Volk, das dort haust. Wie fühlt es sich an, wenn man einem Lebensessenz aussaugt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Denn ich gehöre in dem Fall zur Seite der Täter und nicht zur Seite der Opfer. Genau wie Nosferatu. Willkommen. Willkommen bei unserer neuen Folge. Moin, aber du verpackst das Ganze nicht so ganz nett. Du musst es natürlich als erhebend, erleuchtend, die perfekte religiöse Erfahrung beschreiben. Du schreibst einfach nicht die richtigen Broschüren. Ich bin so glücklich. Es macht mich so happy, wenn meine Seele ausgesaugt wird. Es ist so ein geiles Gefühl, wenn ich immer mehr verschwinde und zu einem Nichts werde. Ganz, ganz großartig. Das ist der propagandistische Leitsatz, den wir euch auch einhämmern wollen. Es haben sich, finde ich, immer noch zu wenige Zuschauer gemeldet, die uns hier als Lebensessenzspender dienen wollen. Überlegt euch das nochmal gut. Postet auf YouTube. Ihr kennt vielleicht auch meine Mailadresse, findet ihr im Impressum des YouTube-Kanals. Falls ihr bei uns mitmachen, uns powern, uns unterstützen wollt, dient uns als als Gläubige und stellt uns eure Lebensessenz zur Verfügung. Eine Runde weiter, hin zu eurem Glück auch. Der Kulturkreis bei den Mavros dehnt sich aus, obwohl sie an Kultur, an Lebensessenz verlieren. Gewinnen sie trotzdem Kultur zurück? Das sagt doch eigentlich schon alles. Es ist eine Erleuchtung. Nun, die Erleuchtung in diesem Fall ist, dass sich die Einflusskreise proportional dazu ausweiten, wie viel Einfluss das System produziert. Was dadurch, für eine profane Erklärung. Die bekommen natürlich die Kulturkreise dadurch dazu, entseelen, erleuchten. Mensch, Nosferatu, nicht die Wahrheit immer sagen. Ich wollte jetzt eigentlich nur erklären, dass wir deshalb unseren Admiral immer noch in unserem System geparkt haben. Ach so. Weil er halt mit dem Einfluss dafür sorgt, dass sich unser Kreis dort auch ausbreitet. Oh, da hast du recht. Hier ist er. Und ich kann schlecht zwei verschiedene Erklärungen für das gleiche System vorbringen. Ja, das ist die Frage der Glaubwürdigkeit. Hier sind wir angekommen mit dem Schiffchen hier. Mit dem Sondenspender. Sondenentschicker. Wollen wir uns mal hier mal der Reihe nach vorgehen. Expedition erfolgreich hier und 100 Forschungspunkte dazu bekommen. Prima. Das wird uns die nächste Forschung quasi umsonst geben. Das ist cool. In 0 Runden fertig. Steht uns die jetzt schon zur Verfügung oder erst in der nächsten? Erst in der nächsten. Allerdings sollten wir vielleicht schon mal die Technologie danach auswählen. Ganz einfach, wie es können. Welche könnte das sein, nach den Hyperpacks? Da wir ja durchaus damit rechnen müssen, dass die Mavros sich nicht damit zufrieden geben, ewig unsere religiösen Diener zu sein, ohne dass ein paar davon aufpucken. Es gibt ja immer wieder diese blöden Apostaten. Echt? Sollten wir dann oben rechts mal uns dann darum kümmern, ganz oben rechts dieses Mal, das Efficient Shielding zu erforschen, um kriegerischere Schiffsklaschen freizuschalten. Das mache ich gerne. Schon draufgeklickt. Was ist das eigentlich auf der linken Seite oben? Das ist die Anfangstechnologie, die jeder hat. Das ist einerseits das Drohnennetzwerk oder die zerebrale Realität, die entweder Industrie und Nahrung oder das und Wissenschaft geben. Okay. Hyperpacks und dann effiziente Schilde, neue Schiffsklassen. Raus. Noch eine weitere Sonde abschicken. Geht nicht, wir hatten nur eine an Bord. Wir hatten nur eine übrig. Weiterfliegen oder dort bleiben? Ich könnte mir durchaus vorstellen, wir bleiben dann nochmal. Wir sollten da bleiben, weil wir momentan nichts erforschen können, ohne in Piraten reinzurennen. Mhm. Das ist das einzige Schiffchen, das noch untätig ist. Das heißt, ich klicke auf eine Runde weiter. Noch 150 fehlen, 150 sind es pro Runde an Lebensessenz, die wir bekommen, noch 125 fehlen, dann können wir die investieren in einen weiteren Bevölkerungspunkt an Bord unseres Mutterschiffes oder ein weiteres Mutterschiff selbst.
Oder geschieht der zweite Bevölkerungspunkt dadurch, dass wir ein zweites Mutterschiff bekommen? Das ist fast automatisch dasselbe, nur in einem anderen System. So oder so erzeugst du eine neue Bevölkerung. Ob du die jetzt auf ein neues Mutterschiff verlädst oder auf dein altes, es ist eine neue Bevölkerung. Wir haben an Beute ja bei dieser erfolgreichen Expedition bekommen, eine Luxusressource. 5 Einheiten davon, die macht unsere Leute glücklicher, wenn wir sie investieren. Wenn wir sie in ein System-Upgrade investieren, was erst in Ära 2 geht, ja. Aber dafür brauchen wir deutlich mehr davon als nur 5. Dass diese Luxusressource, die wir entdeckt haben, dass die Forschung, die wir durchgeführt haben, und die nächsten Forschungen werden ja schon eingestellt. Hier setzen wir nochmal eine Runde aus und machen one more turn. Ja, und dann können wir endlich mal unser System ein wenig ausbauen. Eine Schlacht, sie setzen sich zur Wehr. Unglaublich. Na, es sind Piraten. Piraten greifen unsere beiden Leechers an. Sag mal, heißt das, dass wir jetzt quasi für die Mavros die Kastanien aus dem Feuer holen? Weil die wollten doch sicher eigentlich die Mavros angreifen. Da liegst du falsch. Die Mavros sind die Piraten. Nein! Undankbares Pack, unfassbar. Sind die uns gewachsen? Sind wir denen gewachsen? Was sagt das Schlachtfensterchen? Das Schlachtfensterchen sagt sowas wie, wir sind ihnen leicht überlegen. Allerdings haben sie halt ein Angriffsklasse-Schiff und wir haben kein Angriffsklasse-Schiff. Was sollten wir machen? Dafür sollten wir erstmal kurz in den Schiffseditor schauen, weil ich nicht von automatisch weiß, ob wir Lang- oder Kurzstreckenwaffen haben. Und dann kann ich dir sagen, was wir tun. Gehen wir hier oben in den Schiffsdesigner rein. Das sind die Leechers. Genau. Und reicht dir das schon oder hättest du gerne noch eine genauere Anzeige? Ich hätte gerne noch die genauere Anzeige im Edit. Auch wenn ich es jetzt gerade schon gesehen habe, es sieht so aus, als hättest du 2 Kurzstreckenwaffen eingebaut. Das sind diese hier. Genau. Die feuern in kurzer Reichweite. In kurzer Reichweite sind sie optimal und auf mittlere Reichweite sind sie mittelgut. Langstrecke können sie überhaupt nichts. Und sie schießen zu den Seiten hin, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Wo denn das? Wie kann ich das aktivieren? Dass mir das nochmal angezeigt wird, ein Klick darauf? Nein, dann sind sie weg. Das wollte ich nicht. Oh je, gibt's irgendwie wieder zurück? Reset Design. Jetzt sind sie wieder da. Feuern sie jetzt. Ich hätte gern das Feuern. Ja, jetzt prima, wunderbar. Ja, sie feuern in beide Richtungen. Und das hier oben ist was? Das oben feuert geradeaus. Also, wir feuern, wenn wir auf die Flotte zugehen und wenn wir dann die Breitseite haben, gleichermaßen mit jeweils einer Waffe. Und das hier sind noch die Support-Module. Das sind diejenigen, die die Essenzen raussaugen aus den Seelen unserer Gläubigen. Ja, jetzt weißt du Bescheid. Kurze Distanz. Ich gehe mal wieder raus. Und nochmal raus. Gehe nochmal ins Schlachtfenster rein. Was sagt der Experte? Was sagt Wipfen Nosferatiel? Wenn wir kurze Distanzwaffen haben, sollten wir so nah wie möglich an Gegner ran. Und wie der Schlachtplan dort zeigt, sind wir momentan dabei, so weit wie möglich vom Gegner fernzubleiben. Also würde ich 2-mal auf den rechten Pfeil oder 1-mal auf den linken Pfeil klicken und den Schlachtplan dementsprechend anpassen. Haben wir jetzt so gemacht? Alles klar? Genau. Wollen wir zuschauen? Advance ist nicht nötig. Advance zeigt momentan das Ganze nur auf einem etwas größeren Bildschirm, wo man dann sieht, wie sich der Schlachtverlauf dann letztendlich aussieht. Für uns ist es hauptsächlich wichtig, die Distanz auf das kleinstmögliche Maß zu vermindern. Was wir nicht wissen, ist, wie die Gegenseite reagiert. Das ist quasi eine Spielkarte, die wir auf den Tisch legen. Das ist ein Befehl, den wir geben. Und was wir noch nicht wissen, ist, wie der Feind reagiert. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die ihm hier zur Verfügung stehen. Ich klicke mal auf Kampf und dann wird das hier abgespielt. Da
das ist die Schlacht in Altair. Und ich weiß, ihr wollt ja zwischendurch ein paar bewegte Bilder sehen. Hier habt ihr sie. Automatische Kamera. Wir überlassen dem Regisseur des Programms die Kameraführung in der ersten Schlacht, die wir haben. Du könntest die Kamera auch selbst übernehmen, aber das Wichtigste, was man hier wissen sollte, denn man bekommt ja nicht wirklich viele Informationen, einfach nur vom Starren auf die Kamera, ist, dass man mit der Leertaste oder indem man auf den Scan klickt, die Lebenspunkte sehen kann und auch gleichzeitig damit sehen kann, wie viel Schaden man eigentlich zufügt oder kassiert. Noch nähern sich die Schiffe nur. Jetzt wird gefeuert. Ja, und jetzt fangen sie endlich an zu schießen. Sie sind also auf mittlerer Reichweite und sie haben dann auch gleich mal ein bisschen was getroffen, wie es aussieht. Stecken aber auch was ein. Dafür teilen sie allerdings auch wesentlich besser aus, als sie einstecken. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Bald ist das feindliche Schiff geknackt. Detonation im All. Blau. Blau explodiert das Schiff der Mavros. Nicht etwa rot und gelb, wie wir es aus manchen Hollywood-Filmen kennen. Nein, hier wird blau explodiert. Bei Enter Space 2. Zwei Leecher-Schiffe, das eine geringfügig an Hüllenstärke verloren. Wird das automatisch wieder regeneriert? Das wird in feindlichen Systemen nicht automatisch regeneriert, ohne dass man spezielle Module einbaut. Deshalb sollten wir uns in Zukunft darum kümmern, eine kleine Wachflotte dem anzuschließen, die dafür sorgt, dass solche Sachen schneller und effektiver kaputt gemacht werden. Das war unsere erste Schlacht hier bei Endless Space 2 und sie war natürlich erfolgreich. Was will man mehr? Hier setzen wir eine Runde aus, weil wir noch immer kein... Doch, wir haben wieder ein weiteres... eine weitere Sonde zur Verfügung. Erfolgreiche Expedition Hyperium entdeckt. Strategische Ressource auf der Planetenoberfläche und gleich 5 Hyperium schon mal eingesackt. Die lagen da lose rum, wir haben sie gerne mitgenommen. Und neues Event. Freund, nein. Friend of Food. Freund oder Nahrungsmittel. Geil. Toll formuliert. Schreiend ja. Komisch. Wahnsinnig toll. Echt großartig. Ganz also, großer Sport. Haustiere haben und die ökologische, politische Ideologie vertreten und deine Leute ein bisschen glücklicher machen. Du weißt schon, Katzenbilder. Oder wollen wir uns doch lieber darum kümmern, ein wenig Steaks auf den Teller zu bringen, uns ein wenig Nahrung damit zu verschaffen und die Industrialisten glücklich zu machen? Was meinst du? Hat beides Vor- und Nachteile. Nahrung hätte... wahrscheinlich erstmal den größeren Vorteil, weil wir sowieso nur knappe Nahrungsmengen haben und allerdings vermehrt sich unsere Bevölkerung so verdammt langsam und wir wollten die ja sowieso mit Ersetzen machen. Wir können die genauso gut auch glücklicher machen. Warum geben wir ihnen nicht endlich Katzenbilder? Ich meine, es ist das Internet. Wie kannst du denen Katzenbilder verweigern? Ja, machen wir definitiv. So sehen die außerirdischen oder außerweltlichen Katzen aus. Haarlos, spitzohrig, und großmäulig, also ungefähr so, wie ihr auch uns beide euch vorstellen könnt. Wir holen uns die Haustiere. Du weißt schon, dass die Story weiter von allen Endless-Spielen Jeff Spock heißt. Ja, finde ich sehr, sehr witzig. Ich wette, der Name ist ein Pseudonym. Leider nicht. Er wurde schon in der Schule, wie er mir erzählt hat, damit gegängelt, seitdem es Star Trek gibt. Kann ich nachvollziehen. Eine Runde weiter. Oh, schau mal hier oben. Die können wir aber erst einsetzen. In der nächsten Runde. Oder jetzt schon? Lebensessenz bei 500. Wollen wir das uns mal anschauen? Können wir ein zweites Mutterschiff uns holen? Ausgerechnet in diesem Augenblick bricht mir Nosferatiel die Skype-Verbindung ab. Das kann nur ein terroristischer Anschlag der Mavros sein. Ich wette, gleich ist er wieder da und ihr merkt gar nichts davon, denn jetzt mache ich einen Cut. Juhu, er ist wieder da. Da ist Nosferatiel. Sag mal, wo hast du gesteckt? Warum warst du plötzlich weg? Auf welchem Planeten warst du unterwegs und mit welchen Absichten?
Du weißt schon, dass Texas nicht Roswell beinhaltet und ich darüber sicherlich einfach nur schweigen muss. Ja, Schweigegelübde. Ein Wort, das mir als Let's Player völlig fremd ist. Ich habe eher ein Quatschgelübde abgelegt. Ich sitze in Köln, Nosferatu in Texas. Bei mir ist es früher morgen, bei ihm tief in der Nacht. Und wir machen hier nichts anderes, als für euch Videos aufnehmen. Morgen für morgen, Nacht für Nacht. Dafür erwarte ich ein paar Likes für dieses Videos und auch ein paar Likes für Nosferatu höchstpersönlich. Frage am Schluss des ersten Teils der Aufnahme. 500 Essenzen haben wir zusammen gesammelt und können das und sollten das jetzt wie investieren? Wir haben dafür zwei mögliche Optionen. Entweder wir würden eine Ark bauen, was ein Mutterschiff wäre, oder Holy Proliferation benutzen, was uns einen zusätzlichen Bevölkerungspunkt spendiert. Momentan wird 44 Runden für diesen zusätzlichen Bevölkerungspunkt. Jetzt habe ich schon wieder Audioprobleme bei dir. Deine Stimme klingt, das ist wahrscheinlich wegen dieser Roswell-Bemerkung, dass da jetzt irgendwie, ich will ja niemanden persönlich verdächtigen, aber wer weiß, wer da alles seine Finger im Spiel hat von Seiten der US-Regierung. Ich habe gerade nur so ein dumpfes Rauschen gehört und dann warst du wieder weg. Hallo Nosferatu, kommen bitte, bitte kommen. Ich bin immer noch da, ich weiß nicht, ob du mich noch hörst, aber ich kann mich selbst noch hören. Du bist da, du bist wieder weg, ganz, ganz geheimnisvoll. Ja, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich mache erneut einen Cut und sage Nosferatu, bitte, bitte, sei bald wieder bei uns. Da war die Verbindung weg, ist sie gleich wieder da. Nosferatu, bitte kommen. Wo bist du, Nosferatu? Natürlich bin ich irgendwo in Texas und wie es halt in Texas ist. Frag nicht, was in Texas passiert, es bleibt irgendwo in der weiten Einöde. Ja, auf jeden Fall sind wir wieder beisammen. Das ist gut. Und ich brauche jetzt deinen fachkundigen Coaching-Kommentar. Wie investieren wir die 500 Essenzen? Du hast eben irgendwas gesagt, von wegen. Zwei Möglichkeiten. Holy Proliferation oder die Ark. Was bedeuten würde, dass wir ein neues Mutterschiff aus dem Boden stammen? Lass mich raten, du bist für Holy Proliferation, weil wir dadurch alle Erträge, die wir hier in dem System generieren, verdoppeln, weil wir dann doppelt so viel Bevölkerung hätten statt 1 mal 2. Das würde für mich momentan am meisten Sinn machen, ja. Dann ist die Frage, ziehen wir das als Bauprojekt vor? Ich glaube schon, das geht nämlich ratzfatz. Das kostet null und es ist immer noch seltsam für mich, dass es nicht einfach von vornherein auf den Anfang gesetzt wird. Sehr befremdlich. Instantan gebaut wird. Null finde ich vergleichsweise preiswert, machen wir auf jeden Fall. Raus aus dem Bildschirm, eine Runde weiter, hoffen, dass Nosferatu durchhält und dass ihn die US-Regierung nicht wieder, weil er eben über Roswell geredet hat, am Kragen packt. Was passiert hier? Eine Schlacht schon wieder? Eine, ja, nur diesmal ganz woanders. Findet statt. Uns mal anschauen, wo das ist. Ja, sie haben unseren armen Erkunder überfallen. In diesem System hier scheint sich irgendein Drama zu ereignen. Was ist passiert, Nosferatu? Wieder mal haben uns die Piraten aufgelaut und unseren armen Erkunder überfallen. Unfassbar. Pflege. Was tun? Schlacht? Sag mal, einen Erkunder in eine Schlacht schicken, ob das so eine gute Idee ist? Ich halte es für eine relativ schlechte Idee. Ich würde dann doch lieber zum Rückzug blasen. Was Folgen hat für uns, weil unsere Hülle dabei Schaden erleidet, wenn wir unserem Gegner das ungeschützte Hinterteil zuweisen und er uns von hinten dann befeuert. Kann das sein? Oder geht die Fantasie mit mir durch? Ja, definitiv. Guck einfach mal auf den Tooltip, der sagt es sehr schön. Fly, you fools! Autsch, das tat weh. Mir fällt jetzt ein sehr ordinärer Kommentar dazu ein, was passiert ist, aber den äußere ich jetzt mal nicht. Und raus und abhauen. Sag mal, jetzt haben wir die Lebenspunkte ja bei 50%. Wenn wir dem jetzt weiterfliegen und ohne ihn in Anführungszeichen auszuheilen und er wird nochmal überfallen, dann wäre es das mit ihm. Dann wären seine Lebenspunkte bei null. Sollen wir ihn vielleicht zurückschicken in das Ausgangssystem und ihn im Schutz des Mutterschiffs in aller Ruhe dort ausheilen lassen? Ich fürchte, der hatte die Idee, bevor du sie jemals hattest. Guck doch einfach mal, wo er jetzt ist. Klug. Sehr, sehr klug, sehr, sehr gut. Da bleibt er jetzt. Und das hier hatten wir eben schon gemacht. Jetzt sind hier, das hier ist fertiggestellt. Und das hier ebenfalls. Mehr Produktion, mehr Bevölkerung, mehr Erträge.
Blick rein, hier steht zwei Bevölkerungspunkte hier oben. Blick nochmal in das System rein, um damit anzugeben, wie gut das jetzt bei uns aussieht. Und raus. Und nochmal einmal eine Runde weiter. Forschung schreitet gut voran, bessere Schilde in einer Runde fertig. Alle Bewegungen durchführen. Er flüchtet hierhin. Und zwei können wir dann auch noch eine weitere Bevölkerung oder ein Butterschiff bauen? Das rast hier voran mit den Essenzen. Wir lassen ihn einfach an Ort und Stelle. Ich klicke mal auf Z. Was wäre das hier? Nee, das wäre, dass du außerhalb deiner normalen Konstellation Sonden einfach ins leere All schicken kannst, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Du könntest mal gucken, was für Piraten da oben im System sind, indem du einfach mal die Sonde dorthin schickst. Wird gemacht. Und schon ist die hier unterwegs. Sehr cooles Feature. Fühlt sich sehr, sehr elegant an. Und dann hast du noch den einen Helden, der jetzt abgegradet wurde und den du vielleicht nochmal eben ein wenig ausbauen solltest. Da ist der. Wir untersuchen ihn. Die gehen in den Skilltree rein. Und vielleicht wird das einfach am klügsten, das weiter auszubauen, weil er kämpft ja im Augenblick nicht. Und ihm einfach zu erlauben, dass er nochmal 10 Produktionspunkte zusätzlich gibt. Und Schiffskosten werden reduziert, wenn wir in dem System, wo er als Gouverneur aktiv ist, ein Schiff bauen. Genau, und das finde ich ist sowieso das Wichtigste für uns. Wir wollen ja gleich ein paar Anti-Piratenschiffe bauen. Ist bestätigt. Und wieder raus. Und eine Runde weiter. Jetzt stehen uns, weil wir die Forschung abgeschlossen haben, bessere Schilde zur Verfügung. Bessere Schiffe, nicht bessere Schilde. Was habe ich gesagt? Bessere Schilde. Und es sind bessere Schiffe. Okay. Ja. Wir haben einen Feind entdeckt. Ihr fliegt. Ja, genau. Die Mavros haben ein einzelnes Schiff hier unterwegs zu unserem Heimatsystem. Die wollen uns angreifen. Oder die wollen nur vorbeigucken gehen, wo alles Üble der Welt herkommt. Wie auch immer, es ist nichts, was wir uns bieten lassen sollten. Was wir uns auch nicht bieten lassen werden. Auflösung des Ganzen in der nächsten Folge hier beim Preview Let's Play mit Endless Space 2. Wir sehen uns in Kürze wieder. Ihr alle. Bis dann. Macht's gut. Nieder mit allen, die nicht der Kirche angehören.